Ja, hallo, grüße euch. Ja, allein, allein. Das ist jetzt für die wenigsten von uns noch ein Problem. Ganz im Gegenteil. Wir haben entdeckt, dass wir nicht nur schöpferisch sind, sondern wir haben auch entdeckt, dass wir diejenigen sind, die unseren eigenen Raum gereinigt halten müssen. Da müssen wir jetzt durchaus nicht mit einem Putzfeudel hinterher. Also es reicht vollkommen aus, dass wir ein Putzfeudel, also so ein, das ist so ein Schmutztuch, das man, wo man da, so ein Wischtuch halt. Da müssen wir jetzt nicht überall hinterher putzen. Es reicht vollkommen aus, dass man seine Gedanken klärt. Und das tun wir jetzt auch. Und immer mehr. In dem Augenblick, wo ich sage, ich drehe immer mehr um mich selbst, ich drehe um mich selbst, ich drehe um mich selbst, klar drehe ich um mich selbst, verwirrt mich nichts anderes mehr. Und in dem Augenblick, wo ich immer sage, ich drehe um mich selbst, ich drehe um mich selbst, erzeuge ich einen solchen Wirbel, dass mein Raum freigefegt wird geradezu, wie ein Sonnenwind. Das kennen wir noch aus der, das kennen wir aus der Astrophysik und von Zeit zu Zeit alarmieren uns die Wissenschaftler, es ist gerade wieder ein Sonnenwind unterwegs. Ja, den brauchen wir ja auch. Den braucht unser Universum, unsere Galaxie ja auch. Unser Sonnensystem braucht es auch. Und wie? Wir haben festgestellt, dass das Universum, also dass unser Sonnensystem bemerkenswert klar ist. Und von Zeit zu Zeit fegt ein Sonnenwind durch und fegt alle Schmutzpartikel, alle Staubpartikel erstmal weg, damit das wieder klar ist. Und das müssen wir auch haben. Und wir tun das auch in unseren Gedanken. Unsere Gedanken wirbeln um uns selbst, natürlich. Und sie sind der reinste Sonnenwind. In unserem Geist ja. Und natürlich bleibt unser Geist frei. Und einer hat mir geschrieben, wenn natürlich bräuchte er Gott, denn sonst könnte er allein über Wasser gehen. Also der hat das immer noch nicht begriffen. Also dein Geist schwebt andauernd über dem Wasser, dein Geist schwebt andauernd über deinem Leben. Das Leben hier auf der Materie und auf der Erde, ist ein Abbild für das, was über uns los ist. Und das mussten wir verstehen. Es hat lange gedauert, bis wir es begriffen haben, aber jetzt verstehen wir es doch. Und jetzt fangen wir immer an, um uns selbst zu drehen. Und fegen erstmal alles beiseite, was wir nicht haben wollen. Womit wir durchaus beabsichtigen, dass alle anderen am Leben bleiben. Das können sie ja auch ohne weiteres. Sie sind nur nicht mehr in unserem Raum. Mit anderen Worten, ich kann mein Leben frei und unbeschwert leben, ohne dass da irgendjemand da reingerätscht oder dazwischen quakt. Der kann woanders quaken, in seinem Raum zum Beispiel. Kann er sich über alle anderen lustig machen, sich übergehen und in Verwünschungen, was weiß ich was. Das kann er ja machen, wenn er dazu Lust hat. Aber in meinem Raum bleibt das draußen. Seht ihr, unsere Anfangsidee, die zu fürchterlichen Auswirkungen geführt haben, war ja richtig. Wir haben nur nicht gewusst, dass unser eigener Geist dafür sorgt, dass wir von nichts anderem mehr belästigt werden. Daher kam auch diese völlig verworrene, grausame, abscheuliche Idee, andere Menschen umbringen zu müssen, mit Bomben auf sie loszugehen, wie jetzt gerade wieder irgendwo. Das ist ja das Problem. Wenn Menschen nicht wissen, dass sie durch ihre eigene Drehgeschwindigkeit sich alles vom Leib halten, was sie nicht haben wollen, aber auch eine solche Anziehungskraft besitzen für das, was sie haben möchten. Wenn Menschen das nicht wissen, reagieren sie irrational. Dann fangen sie an, von der Wut und Hass und Zorn gegen alles andere zu wettern. Dabei ist es ziemlich idiotisch. Denn wenn ich gegen etwas anderes wetter, dann ist es ja offenkundig in meinem Raum. Ja, und wer erzeugt jetzt den Sonnenwind, dass das durch mein, also aus meinem Raum gefegt wird? Das bin ich doch. In meinem Raum ja. Aber du würdest es dir verbitten, wenn ich dann morgen vor deiner Tür stehe und klingel und sage, ich gehe mal hier kurz mit dem Sauger durch und feg dann alles weg, was ich nicht haben will. In deinem Raum. Also du würdest dir das aber sehr verbitten. Du möchtest wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen noch behalten, was du ganz gerne möchtest, was dir lieb und teuer ist. Und dagegen ist ja nichts zu sagen. Es ist immer in deinem Raum und nicht der Raum von allen anderen. Diese kleine, feine Unterscheidung haben wir nicht hinbekommen. Das haben wir nicht verstanden. Und wir haben daher auch nicht verstanden, dass, wenn ich sage, ich bin allein, das zunächst einmal heißt, ich bin einig mit mir. Da kommt kein anderer an. Denn ich muss mit mir selber hier klarkommen. Oh, das kann ich gut.
Ich kann sogar sehr gut alleine mit mir klarkommen. Ich muss nur alles aus meinem Raum fegen, was ich nicht haben will. Das hat eine Weile gedauert. Das war die Krux einer ganzen Sache. Aber mittlerweile geht das ganz gut. Und jetzt wird auch klar, warum irgendwo in der Bibel steht, Psalm 137 ist es übrigens, der Allherr lacht über den, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Der Allherr bist du in diesem Fall, in deinem eigenen Leben. Und du lachst dich mittlerweile wirklich abschäckig über den ganzen anderen Quark, weil du nämlich gesehen hast, dass dein Tag jetzt da ist. Der kommt nicht erst noch, der ist bereits da. Jeder, der weiß, dass er um sich selbst dreht, hat begriffen, dass er nichts mehr dulden muss, was er gar nicht haben will. Und er muss auch vor nichts mehr Angst haben. Und er muss auch nicht mit Kalaschnikows bewaffnet durch die Gegend ziehen und dann alle anderen wieder knallen wie Rambo. Das ist nicht mehr nötig. Also über dieses Stadium sind wir hinaus. Über dieses Stadium sind wir jetzt hinaus. Ich habe vor ein paar Wochen mal gesagt, ich müsste mich schon dafür, also ich muss mich ja schon fast bei euch entschuldigen, dass ich euch so die Binde von Augen reiße, was man so, womit man uns früher so eingesungen hat und eingewiegt hat und da so besänftigt hat. Und wenn dann irgendwas ganz schlimm war, uns dann noch schnell einen Keks gegeben hat, damit wir bloß ja ruhig sind. So geht's nicht. Du musst deinen eigenen Raum beanspruchen. Tust du das nicht, wirst du kreuzunglücklich. Und wenn du deinen Raum damit beanspruchst, und da komme ich gerade auf das ist jetzt eine Adresse gerichtet an einen Hörer hier, wenn er einen Raum beansprucht, in dem er nur Jesus Christus da ist, nur Jesus Christus wird mich erlösen und sowas alles, dann wartet er andauernd auf etwas. Er wartet darauf, dass ein anderer kommt. Das Vertrauen geht von sich selbst weg zu jemand anders und das geht nicht. Du kannst ja nicht in deinem Leben leben und dann allen anderen vertrauen, aber nicht dir. Denn wer hier auf Gottes Wort vertraut, naja, also Gott sind alle anderen Menschen auch, also was denn nun? Wem willst du jetzt ganz genau vertrauen? Willst du nach der Bibel gucken oder willst du ein bisschen Brockhaus nachsehen oder wünschst du ein medizinisches Sachbuch oder möchtest du noch ins Kino gehen oder möchtest du dir noch einen schönen Naturfilm angucken oder was jetzt? Was soll jetzt denn für dich gelten? Eben, da geht's los. Oh, du wirst immer etwas haben, was du gelten lassen wirst und was du gelten lassen willst, was du auch dann tust. Weil du in dem, was du gelten lassen willst, dich selbst gesehen hast. Das ist interessant und für dich wichtig und auch maßgeblich. Denn du würdest niemals etwas willkommen heißen, wenn du nicht dich selbst in dem anderen erkennst. Sonst, das würdest du niemals tun. Dass zu viele Menschen noch tun, liegt daran, dass sie sich selbst im anderen noch nicht erkannt haben. Das heißt, sie haben noch nicht erkannt, dass das, was ein anderer zu ihnen sagt, ein Spiegelbild war von dem, was sie selbst mal gedacht haben. Ich mag mich ja nun gerade über jemanden lustig gemacht haben, der immer noch darauf wartet, dass Jesus Christus wiederkommt. Da wartet er nicht drauf. Und er weiß auch, dass Jesus Christus ihm seine Sünden vergeben wird. Ja, natürlich wird er ihm selbst seine Sünden vergeben. Natürlich wird er selber sagen, na, das war's mal, das war ein Irrtum von mir und dann jetzt Schluss damit. Und das wird er sich selbst sagen. Es kann nur eine Weile dauern, bis er dahinter kommt, dass er das selbst ist. Ja, ich habe damit jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, aber es war eine nette Erinnerung daran, wie ich früher einmal dachte. Früher ist früher und heute ist heute. Das Leben ist eigentlich voll davon, dass du erkennen musst, dass du in der Tat immer alleine bist. Und das ist auch die Idee vom Leben gewesen ist. Ich meine, guck dir doch mal die Paarung der Paarungsseite der Tiere also doch manchmal an. Ich meine, gut, es gibt zum Beispiel Vögel, die pflegen eine sehr monogame Beziehung. Papageien zum Beispiel, die sind Zeit ihres Lebens alleine. Hochintelligente Wesen, by the way. Und das heißt, sie scheinen einen Kniff rausgekriegt zu haben, wie sie immer zusammen sein können, ohne sich gegenseitig die Augen auszukratzen. Das ist etwas, was wir noch nicht so ganz raus haben, weil wir nicht auf uns selber achten. Wir achten immer auf alles andere, aber niemals auf uns selbst. Und hier beginnt der ganze Ärger. Denn wenn ich nicht auf mich selbst achte, dann kann ich auch meinen Raum nicht frei halten. Ich muss schon wissen, dass ich selbst allen Raum beanspruche, in dem ich hier lebe. Und dann kann ich auch mal gelegentlich bei jemand anders zu Besuch vorbeischauen.
Und dann werden wir uns gegenseitig nicht die Augen auskratzen, denn ganz einfach, dann wird das schön, wie war es denn so? Wir erzählen uns ein bisschen, was wir getrieben haben, aber dann geht auch wieder jeder seiner Wege. Die Paarungszeit von Tieren, ich meine, das wissen wir so von Herdentieren oder so, die ist ja eigentlich vergleichsweise so kurz. Also einer ist da so einer ist dann so offenkundig der da sein Harem da unter Verschluss hält. Und dann, wenn es dann zur Paarung kommt, dann so ein und die Romanze ist vorbei. Also da scheint ja nicht wirklich eine innige Zweierbeziehung rauszukommen. Und das soll es auch gar nicht. Merkwürdigerweise nein. Die Idee, dass ein Paar Zeit seines Lebens immer zusammen ist, wäre nur dann umsetzbar, wenn alle beide ihren Raum im Raum der beiden beansprucht. Und nicht, dass ein anderer immer wieder da reinlatscht. Und das ist eine Sache, die wir alle nicht konnten. Und das ging, wenn also Paare, was weiß ich, was 60-jährigen Hochzeitstag haben, oder 80-jährige so Gnadenhochzeit oder sowas. Ja, das geht aber noch nur, wenn alle beide entweder schon begriffen haben, dass sie ihren eigenen Raum gar nicht verteidigen, aber beanspruchen müssen. Oder aber wenn einer kontinuierlich zurücksteckt. Ich kannte so ein Pärchen. Die haben vor nicht allzu langer Zeit, jetzt sind sie alle beide auch nicht mehr im Leben, die hatten dann kurz vor ihrer beider Tod dann auch noch Diamantenhochzeit gefeiert. Aber ich kannte die beiden ziemlich gut. Und ich wusste, dass das Ganze nur funktionierte, weil sie permanent zurücksteckte. Und alles, also alles in ihrem Leben konzentrierte sich auf ihren Mann. Und das war für sie sicherlich nicht immer einfach gewesen, denn der war im hohen Grade untreu. Da waren ziemlich viel Uhr früher. Ja, da gab's meine Mutter noch nicht einmal, als diese wilden Zeiten der beiden da so begannen. Aber es war schon interessant, dass sie sich irgendwie noch damit arrangierte, sich immer einem anderen unterzuordnen und dabei sich selbst völlig zu vergessen. Und das darf sie nicht, das darf keiner. So kriegst du vielleicht ein gutes Arrangement irgendwie mit allen anderen hin und kommst dann so durchs Leben geflutscht, aber du wirst permanent unglücklich sein, weil du nicht auf deine eigene Kosten kommst. Und hier kommt der Witz an der Sache. Ein anderer kann dir das auch nicht geben, sondern nur du dir selbst. Du bist das Glück, die Freude, die Harmonie, die Heiligkeit, die Leichtigkeit, die Schönheit, die Weisheit, die Klugheit in dir selbst. Das bist du. Und diesen Raum musst du wieder beanspruchen. Also dein, indem du alles rausfickst, was da nicht hingehört. Eigentlich bist du andauernd dabei, dich permanent hochzuloben. Du müsstest dich andauernd segnen. Du müsstest dich andauernd dir andauernd auf die Schulter klopfen, dir andauernd einen Persilschein ausstellen. Du müsstest dir andauernd die Gangway frei halten. Andauernd. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann merkst du erst, was das für ein Irrsinnsfrieden ist, der da in dir ist. Und was für ein Wahnsinn, und dann aber auch was für ein Spaß und Freude und alles. Denn jetzt kannst du auch mit Freunden zusammen sein. Und brauchst nicht alles auf die Goldwaage zu legen, was man da zu dir sagt. Du lachst darüber. Sagst du, mach mal. Naja, sag doch mal ruhig, das ist okay, was soll's. Ich hoffe nur, dass er weiß, wie er gerade mit sich selbst umgeht. Aber naja, wenn er es nicht weiß, Pech. Ist ja seine Sache. Eben. Vergiss nie, du drehst pausenlos um dich selbst. Das tust du sowieso. Die Frage ist jetzt nur, in welcher Geschwindigkeit? Wenn du sehr frei bist, von allen unbelastet, dann drehst du nicht nur pausenlos um dich selbst, du drehst auch in Höchstgeschwindigkeit um dich selbst. Und prompt wirst du das, was ich vor ein paar Tagen einmal sagte. Du bist der Kristall deines Lebens. Und alles, was zu dir will, muss durch dich durch. Und das ist bei so einer hundertigen Geschwindigkeit gar nicht so einfach. Das schafft ja keiner, ohne in Scheibchen geschnitten zu werden. Und sich dann auf deiner Seite prompt wieder neu zusammenzusetzen. Und zwar so, dass es dich nicht stört. Viele, die genau wissen, dass sie sich so zusammensetzen würden, wie sie es gar nicht haben wollen, bleiben schön draußen. Also das macht keiner. Außerdem wollen die Menschen, die noch sehr, sehr vieles da bei sich behalten,
gar nicht so gerne, dass das alles aufgeteilt wird und dass alles dann, dass immer ordentlich mal sauber gemacht wird sozusagen und dass immer ordentlich ausgesiebt wird, was man wirklich haben will und was nicht. Ein kluger Kommentar auf meinem Kanal war, die Weisheitszahl wäre 7. 7 ist eine Weisheitszahl, hattest du gesagt, nicht? Dann fang an, deine Gedanken zu 7. Also ein kluger Kommentar, keine Frage. Fang an, deine Gedanken auszusieben. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Also sorry dafür. Ich habe jetzt diese vielen Kommentare hier nicht so ganz auswendig gelernt, ehrlich gesagt. Aber das war ein sehr kluger Kommentar. Fang an, deine Gedanken auszusieben. Das steht unter einem meiner Videos als Kommentar. Fang an. Von Chrissy, das weiß ich, dann den Namen habe ich behalten. Warum den anderen nicht, weiß ich nicht. Tut mir leid, ist ein paar Tage her gewesen. Schon kommt ein wundervoller Satz und ich möchte ihn gerne weitergeben, weil er wunderschön ist. Die Schwere zerrinnt und die Leichtigkeit des Lebens beginnt, weil man andauernd um sich selbst wirbelt. Das steht unter meinem letzten Video als Kommentar. Also einen schöneren Satz gibt es eigentlich nicht und ein herrlicher Geleitsatz. Das ist ein herrlicher Satz, der dich immer begleiten kann, den du dir immer sagen kannst. Die Schwere zerrinnt. Das wird alles zerhackstückt und durcheinander gewürfelt und was weiß ich was. Und ich nehme noch das mit, was ich wirklich haben will und alles andere bleibt draußen. Durch meine Drehgeschwindigkeit kommt sowieso nichts mehr durch. Und ich kann über Wasser gehen. Das tut mein Geist sowieso andauernd. Ich meine, solange ich noch einen Körper mit mir rumtrage, der mich ehrlich gesagt öfters nervt. Und dann, der ist immer noch starrisch wie ein Maulesel. Aber der kommt da allmählich hinter. Ich merke das allmählich. Das verabschiedet sich allmählich, diese Schwere. Ja, ist ja manchmal noch so starrisch wie ein Sirup im Januar. So zähflüssig und. Oh. Aber es wird leichter. Und man merkt es. Jemand anders hat einmal geschrieben, das war schon ein paar Tage her, der sagte ja, ich würde mich noch wundern, wenn Jesus Christus in seine Herrlichkeit kommt und mich dann in die Hölle verdammt. Also der hat offenkundig von sich selbst keine Ahnung und von Jesus Christus aber auch nicht, denn weil ich das weiß, würde Jesus Christus keinen verdammen. Das ist auch gar nicht nötig. Das ganze Ding ist folgendes. Du drehst immer. Du drehst sowieso immer. Das ist das Naturgesetz im Universum. Also alles dreht. Im Leben dreht alles. Die Frage ist doch nur, in welcher Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt sehr frei und unbelastet bin und immer um mich selbst drehe und immer so um mich selbst purzel sozusagen und dann so wie so ein Biberputzelwander sozusagen immer da singt und mich herumtanze, im übertragenen Sinne, dann belastet mich ja nichts mehr. Und dann kann auch nichts mehr kommen, was mich belastet, denn dazu ist die Drehgeschwindigkeit zu schnell. Ich komme doch nicht durch eine, hast du mal versucht, eine Kreissäge anzuhalten, indem du da einfach reingreifst? Du könntest dich von deiner Hand verabschieden. Es sei denn, sie hat ein Sicherheitsventil eingebaut. Du kommst durch diesen Kreisel nicht durch. Das schaffst du nicht. Und jetzt musst du deine Gedanken genau zu diesem Kreisel machen. Na also, geht doch. Du musst immer wieder sagen, ich bin ich, das weiße Licht. Ich bin das weiße Licht meines Daseins. Ich drehe um mich selbst. Ich drehe um mich selbst. Ich drehe um mich selbst. Denn der Kern eines jeden Menschen, und ich weiß es von 8 Milliarden Menschen hier auf dieser Welt, der Kern ist, weißes Licht zu sein und sich selbst frei zu drehen. Sich frei drehen. Ich drehe mich frei. Und das zu wissen. Und keinen störenden Gedanken daran dazwischen zu schieben. Und jeder störende Gedanke, der nochmal kurz auftaucht, der wird sofort gekontert mit dem Satz, ich drehe mich frei. Was willst du eigentlich hier noch? Ich bin das weiße Licht meines Daseins. Was quasselst du? Was willst du noch? Also zu den anderen, nicht zu euch. Ja. Eben. Das mit dem Allein und Einsam haben wir wirklich lange nicht hinbekommen. Also ich habe vor ein paar Tagen gehört, das ist jetzt ja für viele Menschen, einsame Menschen, eine schwere Zeit. Warum? Ja, weil Weihnachten ist und die ganze Familie ist ja zusammen und die sind ja ganz alleine. Na, sei doch froh. Für den Fall, dass du so einer bist. Jemand hat mir hier mal geschrieben, sie hat ein frei gewähltes Solo-Leben. Ja, das brauchen wir auch. Die Idee ist eigentlich, dass wir andauernd um uns herum wirbeln und dann für ein paar Tage oder für ein paar Stunden können wir uns dann wieder bei jemandem einfinden,
haben eine geniale Zeit, keine Ahnung, vielleicht gehen wir tanzen und dann gehen wir wieder unsere Wege. Das war's. Denn mit der musst du musst mit dir selbst klarkommen. Und kannst dich alle anderen zum Alibi nehmen für das, was du sagst und was du tust. Das machen nämlich gerade zur Zeit alle. Also die meisten. Wann immer jemand was Schreckliches sagt, wann immer jemand was Fürchterliches tut, er nimmt stets einen anderen zum Alibi. Wenn ein Mörder verhaftet wird oder wenn ein Dieb ertappt wird oder wenn jemand wegen Unterschlagung dran ist oder was weiß ich was alles, er wird immer alle anderen zum Alibi nehmen. Ja, weil der andere hat mich dann getriggert, der andere hat das gesagt oder ich wollte mal dies und ich wollte mal und so weiter und so fort. Stets besteht die Aufgabe im Leben darin, den anderen irgendwie Sand in die Augen zu streuen. Ob mit irgendeinem entsprechenden Zertifikat, ja, ich darf das auch, oder aber, indem man sich irgendwie ergaunert hat, was weiß ich. Aber ständig ist man immer mit sich selbst konfrontiert. Immer. Und du musst eben wissen, wie du mit dir umgehst. Und ich kann dir eines verraten. Es gibt Dinge, die sind penetrant. Richtig penetrant. Und da habe ich auch keine Schwierigkeiten zu sagen, weg damit. Und dann sind das für mich richtige kleine Misthaufen. Ein Misthaufen ist deshalb ein Misthaufen, weil er zu langsam dreht. Das, was irgendein Hund auf der Straße hinterlässt. Das dreht unendlich langsam. Und deswegen kann auch alles rein und kann nach einer Zeit ziemlich übel riechen. So, dass man sich davon angewidert wegdreht. Na, kein Wunder. Aber alles, ich drehe mich von allem weg, recht angewidert, wenn es zu langsam dreht. Und wenn es als Alibi Jesus Christus nimmt. Bin ich aber ganz, ganz schnell weg. Ich habe nämlich für sowas kein Verständnis mehr. Ich hatte es mal. Ich war, oh Gott, ich war es doch früher selber auch. Also ich kann mich hier nicht hinsetzen und sagen, ha, ich bin ja viel besser gewesen. Und ich war ganz im Gegenteil. Ich habe den gleichen Mist hinter mir, was die Menschen jetzt tun. Aber so war ich doch früher auch. Sonst würde ich es ja nicht erkennen. Aber ich möchte dir sagen, dass man es sich leicht oder schwer machen kann. Reinhold Messner ist ja wohl einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt. Und er ist in seinen Bergtouren ja nun nicht mit der Seilbahn hochgefahren. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Der hat da schon diese Berge da erklettert. Bezwungen hat, also kein Mensch bezwingt einen Berg. Also wie kann man denn so lächerliche Ausdrucksweise, aber ich denke, wir wissen, was gemeint ist. Ja, der wird sich ja schon hochgequält haben irgendwie. An höherer Stelle, also in höheren Sphären kichert das ein bisschen, warum nimmt er nicht den Aufzug? Also, Entschuldige, ich war das doch gar nicht. Ich habe das nur wiederholt, denn Buddha hat das auch gesagt. Ich weiß nicht, gerade hier mit Buddha am besten Einverständnis, weil ein Mönch hat wirklich nach langer, langer Zeit und nach langem Training, hat er es geschafft, über Wasser zu gehen. Und das zeigt er jetzt voller Stolz dem Erhabenen. Buddha nennt man ja den Erhabenen. Und Buddha sieht das, wie er da übers Wasser geht und ist auch ganz froh. Und jetzt kratzt sich Buddha etwas, sag mal, eine Frage. Warum hast du nicht für 5 Euro die Fähre genommen? Es geht doch um die Reinheit deiner Gedanken. Es geht um die Freiheit deiner Gedanken. Darum geht es. Deine Gedanken müssen dich immer pampern, die müssen dich immer pflegen, hochleben lassen, frei sein, heil sein, bis zum Gehnichtwasser, den schwindelerregenden Höhe tragen. Da musst du keinen Stoff nehmen. Diesmal brauchst du keinen Stoff dafür. Kein. Das ist nicht mehr nötig. Du musst dich nicht mehr beruhigen. Du bist die innere Zufriedenheit selbst. Und wer jetzt noch Gnade vor deinen Augen findet, der ist dann für 1-2 Stunden vielleicht herzlich eingeladen, vielleicht sogar mal für Wochenende, aber dann war es ja so. Dann musst du wieder zu dir selber kommen. Mit dir selber einig werden. Du weißt dich jetzt mit dir selbst einig. Das ist das höchste Glück, was ein Wesen im Universum überhaupt erlangen kann. Einig mit sich selbst zu sein. Weil jetzt einige ja immer noch mit der Bibel ankommen. Na, in der Bibel ist bereits die Zitrachtbarkeit in den ersten Seiten gesät. Es war Gott selbst.
der die Zwietracht gesät hat. Kein Teufel. Oh nein. Oh nein. Wetten? Oh doch, ich wette mit dir 5. Ich mag Heidelbeerschokolade so gerne. Eine Tafel Heidelbeerschokolade. Es steht in der Bibel bereits drin. Gott sah, dass es gut war, nicht wahr? Und dann hieß es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir wollen ihm noch eine andere, wir wollen ihm eine Männin machen. So eine Art Version 2 oder wie wurde da so eine Version 8 oder sowas, die 8. oder 9. oder 80. Abklatsch oder sowas. Was man so in die Ecke donnern kann, wenn man es nicht mehr braucht. Das war die Vorstellung der Bibel. Vom Gott, dem Herrn. Wenn eine Zweiheit da ist, ist Zwietracht. Aber bei dir selber darf keine Zweiheit herrschen. Nicht in deinem Raum. Da musst du rückhaltlos hinter dir stehen. Und nur hinter dir. Einen anderen brauchst du nicht. Und du musst immer mit dir einig sein. Oh, du bist es. Hundertprozentig. Weil es einfach nichts mehr gibt, der dich angreifen könnte. Nicht, wenn du schnell um dich selbst rührst. Eine Souveränität, von der wir uns, glaube ich, zig Jahre geträumt haben. Also das ist doch mal, wow. Da stehen nun alle und wollen Gott dem Herrn und sowas und so. Dann ist Gott der Herr, das war gerade mal Gott, der diese Zwietracht gesät hat. Na klasse, was? Aber nein, so schlimm ist es ja nicht. Du kannst ja Jesus Christus um Vergebung bitten. Also ein wenig fällt uns auf, wie lächerlich das alles ist. Ne? Also man könnte sich wirklich halbcheckig lachen über diesen ganzen Mist und wenn es für viele nicht so ernst wäre. Aber ich denke mal, wir kommen da jetzt ein wenig hinter. Vor allen Dingen, weil eine Sache klar ist und das denke ich mal, das hat jeder begriffen jetzt. Wer um sich selbst dreht, bringt einen anderen Menschen nicht um, kränkt ihn nicht und verhöhnt ihn nicht. Aber ich tue das nicht. Ich finde es zwar lächerlich, was andere gesagt haben, jeder schon, aber es gibt eben auch Sätze wie von dieser Chrissy und es gibt auch Sätze und ich meine, ich muss mich jetzt echt entschuldigen, dass ich den Namen nicht mehr kenne, aber der Gedanke, 7 heißt die Weisheitszahl, jetzt 7 deine Gedanken, also das war an Weisheit nicht mehr zu übertreffen, also besser geht's nicht. Jetzt 7 deine Gedanken aus. Ich übernehme das jetzt mal und versuche das mal so weiterzugeben. Aber alle anderen werden es auch tun, weil ich weiß eins, so ein bisschen bleibt nicht, das bleibt nicht irgendwo im Verborgenen. Weil es wird bald eine Menge Menschen geben, die so denken. Weil alles andere ergibt für viele dann keinen Sinn mehr. Es sei denn, sie wollen da drin bleiben. Und da frage ich dich, warum sollten sie das wollen? Ich meine, keine Frage, ich habe ja schon mal gesagt, ich ziehe hier eigentlich eine Art Show ab. Ich höre mich gerne reden und rede auch gerne mit mir und Gedanken sowieso andauernd. Und meine Gedanken, die sprechen mich ja andauernd heilig. Und ich finde das auch toll. Aber weil das ein wirklich sehr großes Stück ist, denke ich mal, ich soll es anderen weiter sagen. Aber da ich mich selber heilig spreche, da ich selber die schnellste Drehung in meinem Leben habe, klar, wer sonst, und da ich selber das weiße Licht meines Daseins bin, ist es nicht nötig, dass alle anderen das in mir erkennen. Sie müssen sich erstmal in sich selbst erkennen. Man könnte sagen, ich bete mich andauernd an. Ich bete mich andauernd an. Meine Gedanken beten mich an. Wenn ich mich anbete, heißt das, ich gebe mir Energie zum Leben, die ich ja noch dringend brauche. Wenn du etwas anderes anbetest, gibst du dem Energie. Jetzt frage ich dich, was soll ein anderer mit deiner Energie? Wo er es doch selber kann. Gibt es da einen vernünftigen Grund, es nicht bei sich selbst zu tun? Nimm mir einen Grund, warum ein Mensch sich nicht anbeten sollte und demzufolge sehr viel Energie geben sollte. Warum sollte er das nicht tun? Ja, du musst Gott anbeten. Ja, Gott sind alle Menschen und ich habe nicht vor, alle Menschen anzubeten. Dazu reden sie mir zu dummes Zeug, also in der Gesamtheit. Das ist mir auch ein bisschen zu blöd.
Andererseits kriegen wir es ja raus. Also ich meine, wenn du anfängst, dich selber anzubeten, gibst du jede Menge Energie. Und zwar dir selbst. Bete dich an, heilige dich, segne dich, preise dich in den Himmel, lobe dich andauernd, klopfe dir auf die Schulter. Du bist durch eine Menge Mist gekommen. Und du lebst noch. So selbstverständlich ist das nicht. Da gibt's doch mal so, da gab's doch mal so einen Song von Milva, ne? Hurra, wir leben noch. Was ließen wir nicht alles über uns ergehen und leben noch? Es ist gut, dass man das nicht vergisst. So selbstverständlich ist das nicht. Wir leben noch. Wir haben uns eine Menge zugetraut. Also von dir, was du dir da alles zugetraut hast und wo du jetzt überall durchkommst. Chapeau, mein Herr. Chapeau, meine Dame. Das war ja wohl genial. Und ich habe doch schon einmal gesagt, wir schließen immer eine Wette ab. Wetten, dass ich da durchkomme? Weil alles ist sicher. Wenn wir nur in der Vollkommenheit wären, wäre es grottenlangweilig. Es wäre grottenlangweilig. Also immer nur gut zu sein, immer nur schön zu sein, sich immer nur hoch zu leben. Ach Gott, nee, Leute, das ist, also immer nur, ach nee, da muss auch mal ein bisschen was anderes kommen. Na, kommt ja auch. Wir kriegen eine Menge Schwierigkeiten. Das heißt, wir haben eine Menge Schwierigkeiten gekriegt. Jetzt kriegen wir sie weg. Wenn das du da durchkommst. Oh, das schaffst du. Du musst dich ja nur immer wieder selber preisen, immer nur selber hochleben lassen. Wo ist denn das Problem? Dass alle anderen sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Was soll an denen jetzt noch dran sein? Das kommt aus dem Film Drei Nüsse für Aschenbrödel, ne? Ein Hühnchen ohne Federn oder sowas. Naja, das könnte sein, ne? Dass der Satz, ein Hühnchen ohne Federn heißt, es ist praktisch, da ist nichts dran. Ne? Na, ich denke, an dir ist eine Menge dran. Eine Menge, was du hochleben lassen kannst. Eine ganze Menge. Auch kümmere dich nicht um die äußeren Sachen, das ist nicht so wichtig. Das ist gar nicht, das ist das. Ach, jetzt haben wir das Geheimnis ja nur raus und wissen wir ja, was wir können. Und weißt du, alles andere sind nur Usus-Sachen. Also das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Das ist so ein paar Sachen sind noch zu tun, ein paar lose Fäden noch miteinander zu verknüpfen, aber das war's dann auch. Nur die man auch wirklich verknüpft haben will und nicht die man nicht haben will. Und das war's dann. Du hast es geschafft. Gratuliere. Du weißt jetzt, dass du nichts anderes und Besseres tun kannst, als dich selber immer wieder großartig zu halten. Nur mache einen Fehler nicht, erwarte bitte nicht von anderen, dass sie deine Meinung teilen. Das müssen sie auch nicht. Dass sie dir nicht auf den Bäcker fallen, ja, das schon. Im Weg sollten sie da auch nicht stehen, das ist auch richtig. Aber du kannst ihnen auch gerne deutlich die Tür zeigen. Also so ist es nicht, nicht? Also bin hier in meinem Raum, bist du nur ganz schnell hier draußen, ne? Aber was denn draußen außerhalb deines Raumes machen, das ist ja deren Sache. Also damit müssen wir selber klarkommen. Das ist ja nicht mal dein Problem. Und da jeder so vorgehen kann, haben wir bald den schönsten Frieden auf der Welt. Denn keiner hätte mehr Lust, den anderen auch nur auf den Fuß zu treten, geschweige denn die Faust zu zeigen oder die Zunge rauszustrecken. Wenn er ganz genau weiß, dass das ja in seinem eigenen Raum bleibt, den er wieder sauber kriegen muss. Und damit hat das ewige Kriegshetzen und diese ewigen Streitereien, und damit haben alle Kampfhähne erstmal die Schnauze zu halten, weil in unserem Raum kann es ja nicht mehr passieren. Wir sind auch klug, weil es ist anzunehmen, dass wir uns nicht sonderlich sympathisch sind am Anfang. Wahrscheinlich nicht, aber dafür halten wir auch so viel Abstand, dass wir es gar nicht merken. Dass der andere sein kann, wie er will. Das ist doch seine Sache. Bei Kerl, was geht's mich an? Ich wünsche dir, dass du das verstehst. Dann kannst du dich bald halbsteckig über das andere lachen. Alles eine Frage des Abstands. Und ich sehe dich dann im Unglück der Menschheit dran stehe, dann bin ich wirklich entsetzt. Fassungslos, fürchterlich. Aber wenn ich sehr weit wegstehe, dann fällt sie weiter auf. Mit anderen Worten, es ist keine Belastung mehr. Und das, worunter die Menschen jammern und klagen und ächzen, sind Belastungen. Na, wenn wir die jetzt wegkriegen, dann haben wir es doch. Ich danke auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Alles Gute. Und danke fürs Mitmachen. Vieles, was unter meinem Video steht, das ist wert, dass man sich das mal durchliest. Die Kommentare sind oft sehr gut.
Und auch manchmal im Chat oder sowas. Ich denke mal, wir arbeiten gerade alle dran. Und dann schafft es auch jemand, der dann geschrieben hat, er möchte gerne ein Döner sein oder sowas. Der wird seine Worte nochmal überdenken. Da bin ich ganz sicher. Ich meine, es geht immerhin um ihn selbst. Ich wünsche alles, alles Gute.